10 und 10 sind nur 20. Aber noch zwei Decken dazu, auch je zu 5 Gulden, macht eben nochmal 10 und dann sind es zusammen 30 Gulden. 30 Gulden? Nur zum Übernachten? In dem Hühnerstall da oben? Nicht frech werden, Bürschli, gell? Das Gastzimmer ist kein Hühnerstall. Dein Esel steht im Stall. Jawohl, das hätte ich fast vergessen. Übernachtung eines Esels kostet nochmal 10 Gulden, macht zusammen 40. Das ist ja zum Lachen. Mein Grauschimmel frisst doch nicht an einem einzigen Tag Heu für 10 Gulden. Ja, das Heu kostet nochmal extra 10 Gulden. Das wären zusammen 50. Und zum Morgen habt ihr keinen gehabt. Ist auch 10 Gulden. Dann wären das zusammenzählt und biegen genau 60 Gulden paar auf den Tisch. 60 Gulden? Das ist doch viel zu viel. Reg dich nicht auf, Franz. Wir haben genug Geld. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Goldtaler zu je 10 Gulden. Lange das, Frau? Es ist wenig genug. Aber wir sind ja grosszügig. Dann wollen wir jetzt gehen. Ich hole meinen Esel aus dem Stall. Mein Tischli habe ich. Adieu miteinander. In die Tür Wirtschaft kommen wir nie mehr. Zwei unverschämte Kerle. Dafür haben wir den Goldesel streckt dich. Und das Zaubertischli deckt dich. Bei allen Schnapsguttern und Zapfenzieher furzins und nichts haben sie gemerkt. Unser Tausch ist gelungen. So, Frau, jetzt wollen wir das Wundertischli gerade einmal ausprobieren. Aber doch nicht da, Mann, wo jemand zum Fenster reinschauen kann. Nein, nein, wir nehmen das Tischli in die Hinterkammer. Vorwärts. Das Gasthaus. Weit hätte ich nicht mehr wandern. Florian. Wer ruft? Florian. Wer weiss denn da, wie ich heiße? Ich bin Florian. Srägeli. Srägeli? Ja. Srägeli Bohnenblust. Von daheim? Ja, Florian. Ich bin eingesperrt im Stall. Schnell, mach mir auf. Rägeli, die Freude! Was machst denn du da so weit fort von daheim? Psst, red leisli. Die Wirtsleute von diesem Gasthaus sind nämlich Schelm und Dieb. Ist das wahr? Wieso weisst du das? Weil ich es beobachtet habe. Darum haben sie mich hier im Stall eingeschlossen, dass ich nichts erzählen kann. Was erzählen? Wem erzählen? Erzähl doch! Ich wollte doch euch drei Posten suchen in der Fremde. Sicher? Schon sicher. Seit 3 Jahren bin ich jeden Frühling, jeden Sommer, jeden Herbst und jeden Winter im Land umgezogen und habe nach euch gefragt. Aber wo ich auch hingekommen bin, in keinem Dorf, in keiner Stadt hat jemand etwas von euch gewusst.